Scheint wirklich fleißig zu sein. Das gilt auch für diese. Und diese da auch. Sie sind alle so beschäftigt. Ha, naja, außer diese da. Diese Bienen sind damit beschäftigt, Honig zu machen. Ich frage mich, wie Bienen Honig machen? Ja, lass uns in den Bienenstock gehen. Ich werde Flügel und den Baggerarm brauchen. Flügel, Baggerarm bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Jetzt müssen wir nur noch wie eine Biene aussehen und noch kleiner werden. Schrumpfen! Du hast recht, Tabs. Die Zunge der Biene steckt in der Blume. Hey, ich bin's, Blippi. Das ist Tabs. Ich habe mich gefragt, wie du Honig herstellst. Hi, Blippi. Ich bin Bienchen. Honey, du bist genau am richtigen Ort. Ich benutze also meine Zunge, um diesen süßen Nektar zu trinken. So beginnen die Bienen Honig zu machen. Okay, Zeit, in den Bienenstock zu schwören. Folge mir! Spoiler! Viele Bienen arbeiten hier. Da drin ist es wie in einer Honigfabrik. Bichon, kauen die alle hier Nektar? Aber sicher doch. Ich muss kauen, um den Honig zu bauen. Durch Kauen wird er dicker und so viel leckerer. Ich hab schon wieder gereimt. Und nach dem Kauen gibt es dann den Honig? Nein, nein, es gibt noch mehr zu zeigen. Wir kauen. Dann schlucken wir. Der Nektar bleibt in unserem Bäuchen, wird zu Honig, den wir dann in die Waben geben. Die Honigwabe? Yep, wir lagern den Honig in den Honigwaben. Vielleicht kann ich etwas Honig probieren. Oh je. Das sieht vielleicht komisch aus, aber durch das Schlagen mit den Flügeln machen wir dickeren Honig. Das ist eine Sache mit Bienen. Wow. Ja, Tabs, ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie machen Bienen Honig? Sie bekommen Nektar von Blumen, kauen ihn, lagern den Honig in ihren Mägen, füllen ihn dann in eine Wabe und schlagen darüber mit den Flügeln. Antwort hochladen, Tabs. Bye, Bichon. Schön, dass es dich gibt. Bye. Yeah. Wow, federnde Sanddünen. Und noch höher. Wow, was für eine tolle Sandburg. Achtung, die Welle. Oh nein, sieht so aus, als wäre die Sandburg der Welle nicht gewachsen. Ich frage mich, ob ich eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Ja, du hast recht, Tabs. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich muss mir selbst eine Sandburg bauen. Ich werde den Baggerarm und die Spinnenbeine brauchen. Baggerarm, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lasst uns eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird. Jetzt müssen wir uns selbst auf Sandburggröße bringen. Schrumpfen! Spür die kühle Meeresbrise, Tabs. Wow! Moin, ich bin Krabbi die Krabbi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ach du meine Güte, ich kenne meine eigene Stärke nicht. Hi, Krabby. Ich bin's, Blippi. Und das ist mein Blippi-Mobil. Ich liebe das Ding. Machst du gerade eine lustige Fahrt? Eigentlich, Krabby, habe ich mich gefragt, ob man eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Da bist du genau bei der richtigen Krabbe. Ich bin ein Planer, ein Graber und ein Baumeister. Ich kann dir helfen, Blippi. Super. Also, als erstes werden wir ein Graben aushegen. Das ist ein schickes Wort für ein Loch. Also, das Wasser fließt in das Loch und spült nicht weg, was dahinter ist.
Mist. Also, lasst uns graben. Graben, 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 graben. Wow, was für ein Loch. Nun lasst uns die Sandburg bauen. Du hast recht, Habs. Wir werden eine Schaufel brauchen. Fertig. Erfolg. Wow, du hast es schon gebaut, Krabby. Und unser Graben ist perfekt. Der Graben ist das Loch, das wir rund um die Sandburg gegraben haben. Toller Wassergraben und die beste Sandburg aller Zeiten. Achtung, Welle! Der Graben hat funktioniert, Krabby. Das heißt, ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage. Kann ich eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird? Ich kann, indem ich ein Loch drumherum mache, um das Wasser aufzufangen. Lade die Antwort hoch, Tabs. Danke, Krabby. Tschüss, Blibby. Und immer schön weitergraben.